Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Tag 1 Nacht. Ich sagte ja, die erste Nacht werden wir auf jeden Fall mal zusammen verbringen und das Haus vielleicht noch ein bisschen sichern, denn wir haben ja reichlich Holz gesammelt. Guck mal, dass wir jetzt hier unten, obwohl wir haben hier unten sogar Stein. Huch, jetzt bin ich. Ah, Mist. Boah, wir haben ja unten sogar Stein. Können wir die Tür noch ein bisschen verbessern? Das wäre cool. Ja, die können wir nochmal upgraden. So. Am besten zweimal. So, jetzt kommt da erstmal so schnell keiner durch. Die Fenster machen wir mal noch schnell dicht. Hier haben wir die Fenster. So, wir müssen uns am nächsten Tag mal noch einen neuen Ausgang bauen, würde ich sagen. Und jetzt in der Nacht werden wir hier mal gucken, dass wir die ganzen Sachen dicht machen. Oben noch ein bisschen was aufwerten. Ich glaube, es gibt noch so eine Seiteneingangstür. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen aufpassen. Das Fenster nehmen wir mal raus und packen dafür ein Frame dorthin. So, jetzt kommt da auch keiner mehr durch. Das ist schon mal gut. Fackeln in die Hand und bevor wir jetzt hier alles... Oh, das haben wir schon geplant. Ich dachte, wir wollten das in der Nacht machen, aber das haben wir wohl am Ende der Aufnahme noch gemacht. Waren wir auch auf dem Klo. Ich kann mich gerade nicht mehr so ganz daran erinnern, was wir alles gemacht haben. Okay, da waren noch ja, Fäkalien drin. Okay, gut, dann gehen wir wieder nach oben und werden uns erstmal gleich eine Kiste bauen. Und die ganzen Sachen abzulegen. So, die Tür hier oben ist locked. Ist die auch schon aufgewertet? Gut. Die machen wir mal auch aus Metall. So, da kommt jetzt auch erstmal keiner mehr so schnell durch. So, die Fackel hängen wir mal kurz dahin. Wir brauchen mal schnell... Chest, Secure Chest. Machen wir mal gleich zwei am besten. Und dann lagern wir mal so ein bisschen was ein, was wir nicht brauchen. Wir sollten unbedingt mal was essen. Fullness 5. Hm, nicht unbedingt alles das Beste. Da sollten wir mal in den nächsten Tagen gucken, dass wir mal auf Jagd gehen vor allen Dingen. Na gut, dann essen wir das auch noch. Hm, 54 beim Essen nur. Wir haben verdammt wenig Essen, fällt mir auf. So, hängen wir mal schnell die zwei Kisten hin. In die untere packen wir mal da oben Eier hin. Samen. Pflänzchen. Trinken, ganz unten so ein bisschen Medizinsachen, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Die würde ich gerne behalten, falls wir uns irgendwo auf die Nase legen. Boah, wir haben verdammt viel Dings gesammelt. So, das noch essen. Die machen wir gleich klein. Trinken. Wir haben tatsächlich nichts zu essen weiter. Das ist gar nicht gut. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir an mehr Essen kommen. Das machen wir mal gleich zu Scrap Metal. Die teile ich gerade auf, weil so bringt das letztendlich mehr, als wenn man die alle auf einmal scrapt. Denn der macht nämlich eins da draus und nicht diese 10, die wir jetzt gemacht haben. Den Bogen können wir wegwerfen. Wir haben hier noch einen besseren. Machen wir das mal so unten im Inventar, mal ein bisschen sortiert. Da haben wir noch Federn. Hier oben packen wir mal ein bisschen Holz rein. So, die 500 nehmen wir erstmal mit. Duct Tape, Kleber, Steine, Waffenteile, die Nägel packen wir mal rein. Die können wir scrappen. Da haben wir noch ein bisschen Brass. Oder das ist das erste Brass überhaupt, wenn ich so richtig sehe. Obwohl, wir haben hier noch ein ganzes Teil eingelagert. Nehmen wir mal raus. Hier oben, das kommt noch dahin. Das packen wir mal dazu, das packen wir mal dazu. Die Schuhe. Uns ist nicht warm. Können wir ruhig anziehen. Die können wir scrappen. Die Mütze will ich ungern nutzen. Papier. Ein bisschen Schuss noch. Stoff. Schuhe können wir, das können wir zum Feuern nutzen. So, den können wir noch anziehen. In der Hoffnung, dass uns wird jetzt nicht zu warm. So, das kommt da oben erstmal hin. Weil noch würde ich die Schmiede jetzt gerade nicht anmachen wollen mehr. Da sollten wir warten wenigstens bis es Tag ist. Hier ist nichts zu hören. Bett. So, jetzt craften wir uns erstmal da oben aus der Quest, die wir da oben noch haben, oder aus der Questreihe erstmal eine Bettrolle. Mit der Bettrolle können wir nämlich wenigstens hier dann wieder respawnen, wenn wir drauf gehen sollten. Was ich natürlich nicht hoffe, dass wir jetzt hier irgendwie sterben groß. So, das Einzige ist, wir, am nächsten Tag müssen wir unbedingt jagen gehen. Wir brauchen Essen. Und zweiteres wäre noch... Oder habe ich etwas im Kühlschrank wieder gepackt? Manchmal in manchen Aufnahmen, oder manchmal, wenn ich was mache, packe ich Sachen in den Kühlschrank. Diesmal Gott sei Dank nicht. Okay, wir gehen wieder nach oben. So,
und hoch. Packen hier oben mal die Bettrolle jetzt hin. Damit respawnen wir. So, nächste Aufnahme werden wir das Haus mal ein bisschen absichern von außen. Vielleicht von innen noch ein bisschen mehr. Und dann vor allen Dingen gucken, dass wir Spikes und so außen rumsetzen, damit Zombies, die hier reinlaufen, schneller sterben. So, das Campfire noch. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir mal zum Skillen uns ein paar Steinäxte. So, craften wir uns mal ein paar Steinäxte. Das Campfire platzieren wir hier oben, dann stolpert wenigstens keiner. So, machen wir mal da schon mal rein. Okay, und wir craften jetzt gemütlich Äxte. Ja, wir haben einen Skillpunkt erhalten, dadurch, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. So, durch das ganze Craften seht ihr ja hier, angefangen haben wir bei 22, jetzt sind wir schon bei 33 in den Äxten. Das wird zwar ein bisschen dauern, bis die durch sind, aber ist ja nicht weiter dramatisch. So, hier oben sollten wir mal noch ein bisschen die Fenster dicht machen. Und dann schon mal einen Ausgang auf dem Dach rausbauen, würde ich ganz gerne. Also mit den Leitern, die wir haben, würde ich mir hier irgendwo, am besten hier so hoch, den Ausgang nach oben bauen. Wir machen also mal, die 4. Machen wir das nochmal kurz ab. X, Maximum, zack. Und hauen uns hier mal die Fackel kurz an die Wand und dann hauen wir da mal ein Loch oben rein. Nehmen wir am besten die Stelle hier. Und dann gucken wir mal, dass wir da oben uns irgendwie befestigen. Ich glaube, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich mich in der Nacht schon mal nach unten graben will, um eine mögliche Mine oder sowas zu finden. Ich glaube, das machen wir mal ein bisschen später. Und am nächsten Tag, wenn wir jagen gehen sollten, gucken wir auch mal, ob wir vielleicht einen Bauplatz für ein kommendes Haus finden. Okay, das wird ätzend, wenn wir das so machen müssen, aber anscheinend müssen wir das so machen, weil wir nicht oben rankommen anders. Aber gut, egal. Und komm, ich hab. Oh, noch eins. Ah, damit habe ich jetzt nicht gegen, dass dann noch so ein Ding kommt, aber gut. Und raus sind wir. Reichen dann überhaupt 4 Leitern, die wir jetzt haben? 1, 2, 3, 4. Reicht. Okay, die Äxte, die wir jetzt hier zu viel haben, die schlechten, die schmeißen wir einfach mal weg. Weg. Weg damit und weg damit. Ein paar kommen ja sogar noch. Okay, es wäre jetzt schneller gewesen, wenn wir die in irgendeinen Schrank gepackt hätten. So, schnell weg damit. Damit die restlichen 9 Äxte, die jetzt kommen, gebaut werden können. So. Die ist ja noch ganz schlecht. So, packen wir mal die dahin. Den weg, weg. Naja, eigentlich könnten wir auch die zum noch höheren nehmen. So, mit jedem Skillpunkt, den wir jetzt höher kommen in den Äxten. Wo haben wir den schon wieder aufgesammelt? Den wollte ich gar nicht. Mit jedem Skillpunkt, den wir höher kommen, können wir halt bessere Werkzeuge herstellen. Oder allgemein dann jeweils bessere Werkzeuge herstellen. Und damit am Ende dann auch ja, effektivere Werkzeuge. Und wir skillen natürlich hier unten, sieht man durch die UI-Mod, die ich hier habe, von dem guten Valcry. Also. Wenn ihr die UI-Mod haben wollt, ich packe die auch in die nächsten, also in dieser Videobeschreibung rein. Den letzten habe ich leider vergessen. Könnt ihr euch da downloaden, die hat der gute Valcry erstellt. Finde ich ganz praktisch, so wird wenigstens das Essen und Trinken dort unten angezeigt. Ja, so, wo haben wir jetzt unseren Eingang? Da, bloß nicht reinfallen, nicht das Bein brechen. Reicht, wenn wir uns das einmal gebrochen haben und uns das viel zu warm. Gut, den Mantel, den dicken, den wir hier haben, packen wir erstmal aus. Sind wir dann durch mit den Äxten? Sind wir. Super. Weg und weg. Und dann nehmen wir die 106er. Die 4er behalten wir mal noch und den Rest schmeißen wir mal in den Müll. So, mal gleich gucken, wie spät wir es haben. Ich schätze mal, dass wir jetzt schon gleich den Tagesanbruch haben. Den hier behalten wir, falls wir mal in irgendwelche Kälteren gehen müssen. Aber im Moment haben wir noch bis Tagesanbruch. Dann machen wir mal hier die weg. Machen wir mal hier dicht hinter. Das gilt natürlich auch. Toolsmithing nennt, oder halt die Tools skillen wir damit durch das Aufwerten hier. Und wenn wir uns den Sichtschutz hier vormachen, entdecken uns die Zombies halt auch so nicht so schnell. Würde, glaube ich, mit den Vorhängen auch reichen, aber ich finde die Vorhänge echt unschön. Obwohl so eine Holzwand hier auch nicht besser ist, aber immerhin gibt es Skillpunkte. In Construction Tools, genau. Das Bett machen wir mal hier weg. Ja, das bringt nichts. Wenn wir das weghauen würden, müssen wir es nur einsammeln. Von daher bringt das nichts. Den Stoff hatten wir, glaube ich, hier mit reingepackt. Oh, jetzt haben wir sogar 34 Stoff. Ist nochmal ein nützlicher Nebeneffekt. Die nehmen wir mit gleich. Das kann erstmal wieder reingepackt werden.
Eine Schaufel. Ja, gut. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr. Haben wir zu viel Müll vorausgeworfen. Also zu viele Äxte für gebaut. Ja, fehlt uns die Fibers. Okay, da haben wir noch Papier auf dem Boden. Papier kann man auch immer gebrauchen für Munition später. Habe ich das alles oben reingeworfen? Ach, nicht unbedingt ideal sortiert. Aber gut. Egal. Kann man später nochmal umsortieren. So. Alles ruhig heute Nacht. Sehr schön ruhige Nacht. So soll es doch sein. Die kommenden Nächte, wenn ich jetzt nicht unbedingt irgendwie draußen oder mit gegen was weiß ich für Horden kämpfe, werde ich auch überspringen. Also ist jetzt mal die erste Nacht und gut, ist jetzt diese Nacht tatsächlich doch etwas sehr langweilig, da niemand vorbeikam hier. Ach ja, die ist ja locked. Stimmt, die ist ja locked. Das heißt, durch die Tür wollen wir ja gar nicht mehr reinkommen, sondern ich wollte eigentlich, ja Mist, wir hätten das Fenster hier nicht dicht machen sollen. Also, kloppen wir wieder auf. Ich wollte hier eigentlich einen Ausgang bauen. Einen schönen doppelten Ausgang am besten. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr hauen. Ich glaube, das Ding geht einmal kaputt und zweimal kaputt, oder? Ja. Jetzt habe ich gedacht, das hat schon auf 400 aufgewertet gewesen. Na komm, geh kaputt. Okay. Oh, ein Schwein. Tschüss, Schwein. So, wir brauchen jetzt Frames. Hier kommt dann auch eine neue Tür rein. Nicht Fame, sondern Wooden Frames. Wie viel machen wir uns mal da? Ich würde mal sagen 40. Die kosten ja nicht wirklich die Welt. Okay. So, mit den Frames will ich hier eigentlich einen Ausgang bauen. Okay, die Nacht ist eigentlich vorbei, oder? Hat jetzt jemand vor, hierher zu kommen? Ich hoffe natürlich nicht. Okay, ich mag das nicht so. Gut, ich will eh einen breiteren Ausgang hier bauen. Machen wir mal 1, 2. Machen wir mal 2 erstmal. Die werten wir mal schnell ein bisschen auf. Und es ist Tagesanbruch. Das ist doch schön. Jetzt kommen, rennen die Zombies nicht mehr. Jetzt können wir hier gemütlich erstmal bauen. Wir sichern erstmal das Haus ab. Und gehen dann ein bisschen auf Jagd etc. Und in der nächsten Nacht, wenn ich hier alleine bin, denke ich mal, werde ich das Ganze mal so weit absichern, dass uns hier keine Zombies umrennen. Okay, wir brauchen, ich würde ganz gerne mit Wooden Frame Rams. Gut, dann brauchen wir davon gar nicht mehr so viele. Machen wir mal von hier von 3, 4, 3, 6, 9, 12. Machen wir mal einfach 30. Wooden Frame. Gut, diesmal habe ich auch die Wooden Frame gebaut. Ich habe im Solo-Spiel ja, wollte ich Wooden Frame bauen und habe dann Metall-Ramps gebaut. Oder Cobblestone-Ramps. Da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert. 1, 2 und 3. So, in der Mitte bauen wir mal kurz als Übergangslösung eine kleine Frame-Treppe, die das Ganze ein bisschen stabilisiert erstmal. So. Die nehmen wir gleich auch weg. Das ganze Ding wird nachher gleich dann von selbst stehen. So die Theorie auf jeden Fall. Okay, wenn da noch ist. So, das sollte schon fast reichen, wenn nicht sogar falsch ist. So, bauen wir mal hier die Ramps ein bisschen auf. Die werten wir auch gleich noch ein bisschen höher auf. Und später immer mal ein bisschen weiter, aber erstmal bauen wir das ganze Konstrukt hier auf. Und dann komm, dreh dich richtig um. 1, 2 und weitere 3. So, jetzt bauen wir das Ganze erstmal bis nach oben. Das sollte ja hoffentlich halten. Wenn ich mich nicht vertan habe. So, und okay. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir hier drüben die Leiter abreißen. Denn ich will hier eine 2 breite Lücke haben. Und die erstmal jedes Mal, wenn wir darüber gehen mit Frames. Ah, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die weg sind. Ungünstig. Hätten wir uns sparen können, wenn wir die Teile einfach gar nicht aufgebaut hätten. Wenn wir von unten angefangen hätten, vor allem zu bauen und nicht von oben. Aber sie müssen jetzt einfach erstmal weg. So, 1. Naja, gut. Bringt auch Skillpunkte. Zwar nicht ganz so viel. Jetzt gleich das Hochbauen des Weges, aber immerhin bringt es ein paar Skillpunkte. Und wir brauchen dringend Essen.
Für die Nacht wird es dann schon, würde schon eng, wenn wir jetzt nicht noch mehr Essen finden. Schade, dass das Schwein vor der Tür abgehauen ist. Das hätte ich gerne auseinandergenommen. So, noch zwei und dann haben wir das kaputt. Dann bauen wir die Rampe fertig. Hey, wir haben perfekt die Rampe gebaut. Wir haben 30 gebaut und haben noch 15. Die will ich gleich von unten noch als Stütze anbauen. Oder zumindest so, dass die Horden, die Zombies hier dann nicht gegenrennen und das Ganze einfach runterfällt. So. Construction Tools Stufe 9. Noch haben wir leider nicht genutzt. Doch, wir haben 11 Skillpunkte, das ist schön. Die werden wir auch gleich mal verteilen. Ich bin gerade bloß am überlegen, Mining 69, also sprich schnelleres Abbauen in der Mine oder schnelleres Aufladen von unserer Energie. Na komm. Nein. So. Und so. Und so. Und so. Dann gehen wir mal kurz zur anderen Seite und machen das hier auch schon mal. Na komm. Da. Da. Und da. Und dann nehmen wir hier in der Mitte die weg. So, jetzt haben wir. Bleiben die Zombies. Verdammt. Mist, das hat mich gehalten. Shit. Ah, ärgerlich. Okay. Ah, das ist jetzt blöd gelaufen. Das heißt, wir müssen nochmal Ramps bauen. Scheiße. Wir hätten die Teile erst aufwerten müssen, bevor das hält wahrscheinlich. Da war das Gewicht zu hoch. Mist. Ah, machen wir hier einen ganzen Block, machen wir hier den Block und packen hier drunter schon mal den Block und werten den auf. Mist. Oh, so viele schöne Frames. So, wir haben jetzt noch 6. Ach, machen wir einfach nochmal 30. Müssen wir halt im Notfall ein bisschen Holz fällen gehen. So. 1, 2, 3. Werten wir die mal auf. Ich will mal hoffen, dass das nicht wieder runterfällt und hier gleich alles. Ich bin auch im Überlegen, ob wir die nicht ein bisschen höher aufwerten. Ich glaube, umso höher die aufgewertet sind, umso mehr tragen die auch. So, schnell mal hier alles ein bisschen höher aufwerten. Mist, das kostet jetzt ein bisschen Zeit vom Tag, die ich eigentlich anders nutzen wollte. Haben wir nicht gerade doch gesagt, wir wollen nochmal hier. Achso, eine. Wir haben jetzt 5. Machen wir mal noch 25, dann haben wir noch ein bisschen Ersatz davon. Nein, Mist. Ah, na komm schon. Nein. So, 1, 2 und 3. Und einmal komplett andersrum wieder. 1, 2 und 3. In der Hoffnung, das stürzt uns jetzt hier nicht gleich wieder alles ab. Das hier einmal aufwerten auf unser momentaniges Maximum. Aber wir haben ja Zeit, wir können ja ruhig die ersten ein oder zwei Horden ruhig in dem Haus hier verbringen, bevor wir uns was eigenes gebaut haben. Weil ich glaube, permanent hier bleiben wird nichts werden, denn wir sind hier zu sehr an einem Hang. Damals für einen Start war es auf jeden Fall schön. Oder ist es immer noch schön? So, 2, 3. Oh, bitte krach nicht wieder ein. Ich hoffe, das ganze Ding hier hält diesmal besser. Mit mehr Aufwertungsstufen. Okay. Und wenn wir jetzt. Ah, eine Etage will ich da noch dran haben. Ich wage es einfach mal. In der Hoffnung, es hält. So, so und so. Oh mein Gott, jetzt wird es spannend, ob die Stufen auch noch halten. Wenn wir das hier mal aus Metall aufbauen sollten, also ein bisschen verstärken noch sollten. Dann werden wir es auf jeden Fall von der anderen Seite machen. Okay, wir können hochlaufen. So, hier noch den, den und den. Und es scheint zu halten. Sieht gut aus. Hier oben. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht gleich einreißen in der ersten Nacht. Mehr von denen kommt perfekt. Und jetzt können wir nämlich hier drüben Frames ran. So, und dann können wir hier mal schön rein und raus gehen. Ja, so wollte ich es haben. Okay, wir haben 15 zu viel. Macht nicht. So, jetzt brauchen wir Spikes. Wurden Spikes, wie viel könnten wir? 300. Machen wir erstmal 150. So,
ziehen wir da unten rein. So, das kann jetzt erstmal ein bisschen, obwohl die brauchen wir, ja gut, ziehen wir das unten rein und lassen die ein bisschen craften. Und ich würde sagen, wir gehen mal uns mal in der Umgebung umgucken, ob wir einen Bauplatz finden und vielleicht mal ein oder zwei Rehe oder Schweine. Oh, hier haben wir noch ein Nest. Schön. Ein Zombie. Wo ist er denn? Ich höre ihn sehen, aber nicht. Das ist gerade echt unheimlich. Hä? Ist hier eine Höhle drunter? Ach, da! Ach, schon wieder so einer. Hör auf, hier rumzukrabbeln. Wirst du wohl weg. Oh, ich sehe gerade, wir haben ganz schön Überlänge auf der Folge. Daher würde ich mich jetzt mal verabschieden wollen. Und wir sehen uns morgen wieder hier, oder übermorgen hier wieder bei 7 Days to Die. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.